Hallo, ich bin Ulrich und jetzt geht es darum, Leben in der Wohlverhaltensphase der Verbraucherinsolvenz, das vierte Jahr, Rückblick auf 2019. 2019. Das vierte Jahr. So, und da gehen wir durch. Kalender. Pfändung, Nullplan, AXA Colonia, Finanzamt, Dauer, Restschuldbefreiung. Das sind die Themen, die uns jetzt heute beschäftigen werden, die mich im vergangenen Jahr beschäftigt haben. Dieser Kalender hier, der stimmt auch nicht. Ja, ich bin zu selten hier unten. So, der 8. März ist heute. Gut, also. So, als erstes Mal machen wir das. Ich lege eine Gliederung unten rein. Wenn euch die Sachen, die ich hier jedes Jahr erzähle, nicht so interessieren, dann könnt ihr entsprechend vorspulen. So, also, Privatverbraucherinsolvenz. Das musste ich erst bitter lernen hier auf YouTube. Ihr sucht nach dem Wort Privatinsolvenz. Das heißt aber gar nicht Privatinsolvenz, so nennt man das nur im Volksmund. Offizielle Termini ist Verbraucherinsolvenz. Das ist der offizielle Termini, den man nutzt. Ne? Verbraucherinsolvenz, so heißt es richtig, aber ihr sucht nach Privatinsolvenz. Darum wird der Titel auch sein, Leben in der Wohlverhaltensphase der Privatinsolvenz, das vierte Jahr, Rückblick auf 2019, das vierte Jahr. So in etwa wird der Titel wieder heißen. Es gibt ja, geguckt wird eigentlich bloß immer das erste Jahr. Warum das zweite und das dritte Jahr nicht so interessant sind, ich weiß es immer nicht. Aber im ersten Jahr werden natürlich die Weichen gestellt für das, was passiert. So, warum gucke ich auf ein Kalenderjahr? Das ist die Frage, wann beginnt die Verbraucherinsolvenz denn überhaupt? Es gibt ja das Video, was ist eigentlich die Wohlverhaltensphase? Was ist das überhaupt? Gut. Da hat es auch schon die ersten Kommentare gegeben, was ich mich denn anmaße. Ich sei ja kein Jurist. Nein, aber noch deutlicher, ich habe eine ganze Zeit lang immer reingeschrieben, dass das ein Vlog ist. Und trotzdem können die Leute alle irgendwie nicht lesen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich manchmal nicht, was ich falsch mache. Ich kann es euch nicht sagen. Natürlich ist dieses ein persönlicher Blog, der meine Meinung darstellt. Das ist meine Geschichte, die ich hier erzähle. Und trotzdem tun immer wieder Leute so, als sei das alles allgemeingültig. Nein, es ist nicht allgemeingültig. Kann ich so viel zu sagen, auch wenn es darum geht, Abonnenten und so weiter, dass es so wenige sind. Ja, es geht hier im Prinzip, sind alles Schulden, die da sind, das sind ja keine Konsumschulden. Es sind ja alles bloß gewerbliche Schulden, im Wesentlichen bei der Versicherung und beim Finanzamt und bei anderen Institutionen. Da hängt noch ein ganzes bisschen eine Kreditkartengesellschaft mit drin, die spielt aber schon kaum noch eine Rolle. Da wird es heute dran gehen, wo bleiben die Pfändungen. So, wann beginnt aber jetzt die Insolvenz? Geht das los mit der Zahlungsunfähigkeit? Geht das los und wann ist man denn zahlungsunfähig? Ne? Geht das los mit der Anmeldung zur Insolvenzverwaltung, zur Schuldenberatung? Geht das los mit dem ersten Gespräch? Wann beginnt dieses Verfahren eigentlich wirklich? Es gibt einen offiziellen Beschluss. Da gibt es natürlich ein offizielles Aktenzeichen und über alle Insolvenzbekanntmachungen.de und auch über den Insolvenzverwalter könnt ihr das rauskriegen, wann genau die Wohlverhaltensphase bei mir begonnen ist und wann voraussichtlich die Restschuldbefreiung erteilt werden wird. Da gibt es offizielle Daten, da steht das drin, aber das ist ja nicht alles. Ne? Wichtig ist mir immer und immer wieder zu erwähnen, ohne Schuldenberatung kein Privatinsolvenzverfahren. Ohne vorhergehende Schuldenberatung kein Verbraucherinsolvenzverfahren. Der Kraus-Gendler, der andere, der sich auf YouTube in dem Thema noch tummelt, der hat mir mal im Chat mitgeteilt, es gibt da wohl ein paar Möglichkeiten. Ich persönlich halte diese Möglichkeiten, die dann da kamen, aber für sehr theoretisch. Ne? Muss ich klipp und klar so sagen, für wirklich auch. Ich komme mit dem Mikrofon hier nicht zurecht. Für wirklich theoretisch. Also es mag sie geben, das will ich ihm gerne glauben. Aber grundsätzlich würde ich so weit gehen und sagen,
ohne vorhergehende Schuldenberatung kein Verbraucherinsolvenzverfahren. In meinem ganz konkreten Fall kommt dann ja noch der Teil 0 dazu, wo dann nochmal auf Regelinsolvenz geprüft wird. Das hatte ich aber, als ich die ganze Geschichte jetzt mal zusammengefasst habe, ja ausführlich dargestellt, wie diese Prüfung auf Regelinsolvenz abläuft. Auch was die Unterschiede zwischen Regel- und privater Insolvenz sind. So, das ist also die Frage. Darum habe ich mich ja schon vom ersten Anfang an entschlossen, ich blicke einmal im Jahr auf einen Kalender zurück. Dass wir immer später kommen, dass ich mal im Januar angefangen bin, Februar, mittlerweile sind wir schon im März. Ja, aber da bin ich auch getrieben und irgendwo hat man auch einen ganz normalen Job, eine ganz normale Arbeit, ein ganz normales Leben und ich muss halt auch Schwerpunkte setzen und YouTube mache ich in allererster Linie wegen den Pilgervideos. Ja. Und die Technikvideos sind schon nur ein Abfallprodukt, ja, und dieses ist dann so, um zu informieren, auch um so ein bisschen vor den Versicherungen zu warnen. Leute, für die, aber es nützt wahrscheinlich nichts. Ne? Auf mich hören tut sowieso keiner. Und wenn es dann knallt, wenn die euch einmal an der Angel haben, dann ziehen die das auch durch. Ist der Ruf erst gänzlich ruiniert, verdient sich's erst so richtig ungeniert. Und ich bin ja sicher, das habe ich ja in vielen Videos gesagt, das wäre bei der Allianz nicht anders gelaufen. Oder bei, kennst du eine, kennst du alle, kannst du alle in einen Sack stecken und draufhauen, du triffst immer einen richtigen, sagt der Volksmund. Und ich kann es nur unterschreiben, seid vorsichtig, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, seid vorsichtig mit der Krankenversicherung. Das ist die Achillesferse des Selbstständigen und da ist schon an der Krankenversicherung ist schon manch eine Selbstständigkeit-Existenz gescheitert. Das heißt immer in Deutschland, wir haben keine Gründungskultur, kein Entrepreneurship, nee, haben wir auch nicht. Ne? Andersrum haben wir aber mit unserem Krankenversicherungssystem relativ gutes Sozialversicherungssystem. Ja, auch von Hartz IV, wie hat hier der junge Mann aus Ottenstein mal gesagt, Jens Spahn, 5 Kilometer von hier, nicht mal. Von Hartz IV kann man gut leben. Ja, gut leben weiß ich nicht, aber von Hartz IV kann man leben. Man muss, in Deutschland muss keiner unter der Brücke schlafen. Da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich auch videotechnisch alles mal irgendwann abgearbeitet. So, wie gesagt, da ich nicht ganz genau weiß, wann das Verfahren eigentlich beginnt, gucke ich auf ein Kalenderjahr einmal im Jahr zurück. Wirklich 4 Jahre voll sind, werden erst im Sommer sein. Das haben wir aber, habe ich entweder schon gezeigt oder zeige ich jetzt noch. So, aktuell sieht es jetzt so aus, als das Ganze losging bei mir, gingen ja alle davon aus, die Schuldenberatung, der Insolvenzverwalter, der Prüfer, der auf Regelinsolvenz geprüft hat, ich inklusive, wir gingen alle davon aus, dass das ein Nullplan wird. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es jetzt kam, das hat keiner vorab gesehen. Ne? Gut, die Wirtschaft hatte schon angezogen, die Prosperität der Wirtschaft, das ging schon los, als das Ganze, als ich damit anfing, aber 2008 war ja auch so diese absolute Krise. Ja, so, und jetzt sind wir mittlerweile schon bei 2020. Dann kam die ganze Phase 2008, dann kam die Phase dieser Gesundbeterei und dann zog das ja irgendwann wieder ein paar Jahre später an. Und das war ungefähr vor 4 Jahren, ja, als es dann schon wieder super, super gut lief. Gut. Wir gingen von einem Nullplan aus, heißt, die Verfahrenskosten, ungefähr 2,5, hatte ich ja auch gesagt, wir wissen nicht so ganz genau, wo diese Zahl herkommt. Ich weiß es nicht ganz genau, wo die Zahl herkommt. Ich habe Gesetzesstellen genannt bekommen, die kann ich aber wieder nicht lesen. Da die Prüfung mit der Regelinsolvenz noch davor geschaltet war, weiß ich nicht, ob ich damit über die Runden komme. Aktuell müsste allerdings dieser Betrag auf jeden Fall bezahlt sein. 2,5 auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, schon gut beim Doppelten mittlerweile, was gefändet wurde. Ende vom Lied ist, was passiert jetzt mit dem Geld? Ich weiß auch das nicht so ganz genau. Meines Wissens wird das dann, wenn die Verfahrenskosten bezahlt sind, wird das dann nach einem gewissen Schlüssel auf die Gläubiger verteilt. Das heißt, Finanzamt und Versicherung kassieren doppelt. Die haben ja alleine schon wieder 2,5 gekriegt. Ne? Und die sitzen am längeren Hebel. In dieser Bananenrepublik gilt einzig und allein das Recht des Stärkeren.
Also seid extrem vorsichtig mit den Daten von der Versicherung. Die gehen über Leichen. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. An den Versicherungen, gerade an der Krankenversicherung, ist schon manch eine Existenz gescheitert. Und wenn es immer heißt, wir haben keine Gründungskultur, nee. Aber wir haben auch ein etwas besseres Sozialsystem als Länder, in denen es eine Gründungskultur gibt. So, es kommt dann auch dazu, was mich jetzt nicht betrifft, ist die Berufsgenossenschaft. Was meinst du, wenn die die Hand aufhalten? So, was ich da schon für Pferde habe kotzen sehen. Und ein Veterinär hat mir mal glaubwürdig dargelegt, ein Pferd könne gar nicht kotzen. So. Aktuell gefändet werden Gehaltsfändung im Monat so um die 200 Euro. Und wir sind also locker über diese 2,5 drüber, dass also jetzt eine Verfahrensverkürzung durchaus drin ist. Da muss ich mich drum kümmern. Allmählich schiebe ich auch erfolgreich von einem Tag auf den nächsten. So, normalerweise läuft das aber alles relativ reibungslos. Schön sind natürlich Wochenendzulagen, Nachtschichtzulagen, diese ganzen Zulagen, die steuer- und pfändungsfrei sind. Die wirken sich bei mir natürlich aus, weil sie dann auch direkt bei mir ankommen. Grundsätzlich aber sind das ja auch, was da gepfändet wird, sind ja auch Kosten, die ich mal irgendwann ausgegeben habe. So, wer kriegt jetzt aber dieses Geld? Das ist ja mal die nächste Frage. Natürlich die beiden. Klar. Aber auch die normalen Gläubiger kriegen dieses Geld ja. Wie gesagt, da sind auch noch so ein paar Kreditkartenüberziehung ist da noch ein bisschen drin. Das ist aber alles nicht so viel. So, in letzter Konsequenz meine Kunden. Meine Auftraggeber. Ich bin jetzt gerade an dem Video dran, am Skripten Mein Leben im Jahr 2009. Hat ja im 2008 gegeben. 2007 will ich gleich noch sprechen, wenn der Akku durchhält. So, in letzter Konsequenz kriegen dieses Geld meine Kunden, meine Auftraggeber. Weil um Aufträge anzunehmen, die Vorfinanzierung von Aufträgen und so weiter, das ist ja das, wo die Gläubiger in letzter Konsequenz drauf sitzen bleiben. So. Und dahin geht jetzt dieses Geld. Also von daher grämt es mich nicht. Also die grundsätzliche Pfändung von Geld, von Gehalt und so weiter, grämt mich jetzt nicht, weil das Geld ist ja ausgegeben. Die meisten Forderungen, ausgenommen diese beiden, sind ja berechtigt. Wobei das natürlich die beiden größten sind. Hey, wie immer. Ist der Ruf erst gänzlich ruiniert, verdient sich's erst so richtig ungeniert. Ne? Ich kann es nur immer wieder sagen. Gut, in dieser Republik gilt einzig und allein das Recht des Stärkeren. Da kann man ab und zu mal sein Kreuz woanders hin machen, aber viel mehr Möglichkeiten hat man da nicht. Und halt Videos wie dieser machen. Ja, und es gibt halt leider auch Leute, das ist das, wenn ich so über diese ganzen extremen Sachen rede, es gibt halt leider auch Leute, die diesen Unmut dann halt an anderen auslassen. Wahrscheinlich meistens dann an Schwächeren, an noch Schwächeren, die sich dann gar nicht mehr wehren können. Wobei ist dies eine Art des Zuwehrsetzens irgendwie, ja, zumindest kann ich meinen Frust da mal loswerden. Gut, so, also wie gesagt, das, was gepfändet wird, geht im Prinzip an meine ehemaligen Kunden. Weil die haben ja auf meine Kosten dann die Aufträge abgewickelt. So, und da kommt jetzt wieder dieses Problem. Ich habe ja auch schon mal Konkursausfallgeld gekriegt, das hatte ich ja erklärt, wo ich dann meinem Chef da mal vorgerechnet, also ein ehemaliger Kunde, der mich dann übernommen hat und so weiter, von dem ich dann aus zur Adecco und von da aus zu Randstadt und von da aus in die Festeinstellung, von da aus zur Adecco, zu Randstadt in die Festeinstellung. Das war ja so der grobe Weg. So, und dem ersten, der, wo ich dann auch sofort Insolvenzgeld kriegte, nicht sofort, aber dem habe ich dann mal vorgerechnet, was er für so einen Auftrag nehmen muss. Mit dem Video, was ich gerade eben gesprochen habe, was kostet ein Auto wirklich und ähnliches. Da sagt er, das wäre schön. Da sage ich, das wäre nicht schön, mein lieber Michael, das ist eine Notwendigkeit. Wenn du das nimmst, gehe ich hier mit mehr raus als du.
weil da ist für dich gerade mal ein Hartz-IV-Gehalt vorgesehen und in dem Hartz-IV-Gehalt sind die Versicherungen und Steuern noch gar nicht eingerechnet. Damit du da ansatzweise von leben kannst, musst du das Doppelte nehmen und wenn da was überbleiben soll, auch das Dreifache. Daraufhin sagt er, diese Preise sind nicht durchsetzbar. Genau. Und darum beschäftigen ja die Leute, meine Kunden, Subunternehmer. Und Michael seine Kunden entsprechend seinerzeit auch. Genau darum beschäftigen die Subunternehmer. Weil für das, was wir wirklich nehmen müssen, um davon leben zu können, dafür können sie es selbst. Ja? So. Also im Prinzip grundsätzlich die Schulden, die da sind, die Pfändungen begrämen mich grundsätzlich erstmal nicht, weil wie gesagt, das Geld ist ja ausgegeben. Mich grämt so ein bisschen, dass das an die ehemaligen, dass das mehr oder weniger die ehemaligen Kunden ausnutzen, dass die halt ein sehr gutes Geschäft machen und man selbst bleibt dabei auf der Strecke. Wir haben keine Entrepreneurkultur in Deutschland. Wir haben überhaupt keine Gründungskultur und das wundert mich, wenn ich so zurückblicke, überhaupt nicht. So. Gut, mich wurmt natürlich die AXA Colonia. Da hat es ja jetzt etliche Einzelvideos zugegeben, die aber alle nicht geguckt werden. Darum habe ich da auch ein bisschen zurückgefahren. Grundsätzlich Zwangsvollstreckung in der Wohlverhaltensphase der Verbraucherinsolvenz, das wird dann wieder geguckt. Aber das ist eben das, was man halt nie wirklich weiß, was vorher geguckt wird. Gut. Grundsätzlich bin ich mir aber sicher, bei der Allianz und bei der Ergo und bei sonstigen Aachen, Münchener und was da sonst noch so kreucht und fleucht, wäre das alles genau so gelaufen. Kennst du eine, kennst du alle, kannst du alle in einen Sack stecken, draufhauen, du triffst immer den Richtigen. Mit den Versicherungen musst du überhaupt kein Mitleid haben. Wenn du einen Pfennig kriegen kannst, hol ihn dir. Er steht dir zu. Entschuldigung. Ja, und die haben mich halt dieses Jahr beschäftigt, weil die halt auch nochmal gute 2.500 Euro on top jetzt gekriegt haben, die ihnen nicht zustehen. Ne? Die sitzen am längeren Hebel und die setzen ihre Interessen rücksichtslos durch, habe ich ja im Video die Geschichte schon gesagt, die gehen über Leichen. Wenn du sagst, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll, ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn ich das nicht auch noch hätte bezahlen können. Ich weiß es nicht. Die tun alles, um dir an die Karre zu fahren. Die versuchen, dich mit Gewalt aus diesem Verfahren rauszudrücken. Warum? Das sind die Ersten, die erfahren. Und außerhalb des Verfahrens, wer als Erster malt, kommt zuerst. Wer als Erster kommt, malt zuerst. So heißt es. Ne? Wenn sie dich aus dem Verfahren rausdrücken, können sie ihre Kosten als erstes beim Gerichtsvollzieher anmelden und dann kriegen sie alles. Das ist der Grund, warum die das machen. Und sie haben ja nichts zu verlieren. Ein positives Marketing hat eine Versicherung nicht. Hat sie nie gehabt. Eine Versicherung, die bezahlt ist, dermaßen bescheuert, gibt es nicht. Ne? Es gibt keine Versicherung, die freiwillig einen Pfennig rausrückt. Ja, da war ich gerade schon wieder zu emotional, darum war da jetzt gerade ein kleiner Schnitt. Ne? So, Finanzamt. Finanzamt darf, habe ich ja auch jedes Jahr, Forderungen erfinden. Und das haben sie bei mir ja auch ganz kräftig getan. Und du kannst nichts dagegen tun. Auch die sitzen am längeren Hebel. Das Finanzamt ist der Staat und die tun und lassen, was sie wollen. Und eine Entrepreneurkultur wollen wir in dieser Republik nicht. Da kann sich eine Frau Merkel und ein Herr Schröder und die ganzen da oben können sich vor die Kamera stellen und das predigen, predigen, predigen. Nein, solange wie wir da nicht aufräumen, bei diesen beiden Institutionen, Versicherungen und Dings nicht mal endlich aufräumen und da Klarheit schaffen, können wir mit Hartz II, das war ja dieser Entrepreneur-Ansatz, machen, was wir wollen, wir werden es nicht schaffen. Das Finanzamt darf Forderungen erfinden und du kannst nichts tun. Gar nichts. Und einige, und dann wundern sie sich auch noch, dass das auch noch einige Leute tun. So, da ist der Akku jetzt alle. Das Finanzamt hat mich insofern beschäftigt dieses Jahr. Wir sind jetzt auch im Wesentlichen durch.
Das Finanzamt hat mich dieses Jahr insofern beschäftigt, weil ja dieses Theater da war in Ahaus. Die haben ja erst angenommen, berechnet, zurückerstattet, an mich erstattet, anstatt an den Insolvenzverwalter. Und dann hieß es auch noch, wir in Ahaus sind gar nicht zuständig, Hamburg ist zuständig. Und dann haben wir das Geld irgendwie dreimal hin und her überwiesen. Also das ist doch Vorsatz. Da kann mir doch keiner mehr erzählen, dass das kein Vorsatz ist. Das machen die doch absichtlich, oder? Wollt ihr mir irgendwas anderes erzählen, als hier böse Absicht und Vorsatz zu unterstellen? So, der Steuerberater merkt natürlich auch, ohne Steuerberater packst du das nicht, keine Chance. Bei diesem Hickhack und hin und her. So, und der Steuerberater stellt, er muss dann auch mehr Kosten in Rechnung stellen und das tut er auch. Statt 300 Euro bezahlst du mit einmal 600 Euro für eine Erklärung. Ja, so, auch da ist wieder das Ziel. Das kannst du mit den Klumpen spüren, sagt der Volksmund. Das Ziel, dich aus dem Verfahren rauszukicken. Und dann krakehlen sich genau die beiden darum, wer ist jetzt der Erste. Das ist das Ziel der Übung. Nichts anderes. Da kann mir keiner mehr irgendwas anderes erzählen. Keiner mehr. So, jetzt muss ich die Kamera, da ist der Akku zu Ende, eben stoppen. So, jetzt geht es auf der Kamera weiter. So, Dauerrestschuldbefreiung. Regelmäßig nach 6 Jahren kann auf 3 Jahre verkürzt werden, wenn neben den Verfahrenskosten noch so und so viel der Hauptforderung bezahlt werden würde. Das würde ich allein aus Prinzip wegen den beiden nicht machen wollen. Selbst wenn es gegangen wäre, ist jetzt auch zu spät. Sind ja schon 4 Jahre. Ist definitiv zu spät. Auf 5 Jahre verkürzen kann man, wenn die Verfahrenskosten bezahlt sind. Da wir aber gar nicht wissen, wie hoch die Verfahrenskosten sind, weil halt diese Prüfung auf Regelinsolvenz noch da war und die war mit Sicherheit auch nicht umsonst. Ich gehe allerdings davon aus, es steht ja immer diese Zahl 2,5 steht ja im Raum. Und selbst wenn es 5.000 sind, auch die wären jetzt mittlerweile bezahlt. Das Doppelte wird es nicht werden, denke ich. Nein, das Doppelte nicht. So, darum kriegen ja mittlerweile auch Gläubiger wahrscheinlich Geld. Nach welchem Schlüssel verteilt wird, weiß ich nicht. Und damit kann ich den Antrag auf Restschuldbefreiung nach 5 Jahren stellen. Wobei ich das schon gemerkt habe, ich habe mit meinem Insolvenzverwalter, mit dem Sachbearbeiter kürzlich nochmal telefoniert. Ich hatte so den Eindruck, das ist kein Standard. Diese Verkürzung, das ist eine reine Theorie, die in der Praxis wohl nicht vorkommt. Das war so das, was ich so aus dem Gespräch rausgezogen habe. So, dann geht es jetzt hier weiter. Es wird noch, und die AXA wird uns noch beschäftigen, das Finanzamt wird uns noch beschäftigen. Wahrscheinlich auch noch lange, lange nach der Restschuldbefreiung, über die Restschuldbefreiung hinaus. Ich weiß auch nicht, was das alles soll, was man da machen kann. Ja. Bananenrepublik, ab und zu mal das Kreuz anders machen, aber andere Möglichkeiten sehe ich hier nicht. Ne? Aber das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Und eine Lobby, um auf die Straße zu gehen, wie bei den Artikel 13 Demos, haben wir auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wer hat schon Mitleid mit jemandem wie mir? Gut. Wobei Mitleid hier auch sicherlich nicht angebracht ist. In diesem Sinne, dann bis zum nächsten Jahr. Das nächste Video, 5 Jahre, wird es noch geben, weil wir halt, wie einleitend jedes Jahr erklärt, auf ein Kalenderjahr blicken. Wenn das mit der Verkürzung dann klappt, dürfte das dann mehr oder weniger mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke aber, dieser Kanal wird noch einige Jahre leben können. Weil alleine die beiden werden so schnell nicht Ruhe geben. Bis dahin. Tschüss. So, die Kamera ist schon aus.